Guten Morgen, liebe Freunde von Asa Outdoor. Heute gibt es was ganz was Besonderes von uns. Und zwar geht es in den Urlaub. Auto ist gepackt. Es ist jetzt 16:45 des Morgens. Und gleich starten wir nach Dänemark. Auf der Fahrt in den Urlaub verabschieden wir uns jetzt von dem Wahrzeichen der Region, der große Schornstein des Kraftwerks Braunschweig Mitte. Wenn meine Frau ein bisschen draufhalten würde, könnte man es noch besser sehen. Ja, so, und da wir jetzt die ganze Zeit Tempo 175 mit Tempomat, nähern wir uns Hannover Ostkreuz. Es ist jetzt 6:17 Uhr. Ja, und jetzt geht's in den schönen Norden. Wir wechseln jetzt auf die A7 Richtung Hamburg. Haben noch ungefähr 155 Kilometer. Es gibt noch ein paar Idioten, die überholen rechts. Aber naja, ist halt nun mal so. Ja, und wie man sehen kann, geht es jetzt, wie gesagt, gleich auf die Autobahn 7. Und dann schauen wir mal, wie lange wir brauchen, bis wir am Reiseziel sind. Das genaue Ziel wird noch nicht verraten, aber man kriegt es mit irgendwann. Nach einem kurzen Stau, kurz hinter Hannover, wir haben ungefähr eine halbe Stunde Zeit verloren, wir sind jetzt am Dreieck Walsrode und es geht weiter Richtung Norden. Ja, die Idee haben natürlich viele. Wie man sieht, ist die Autobahn gut gefüllt. Und naja, mal gucken, wann der nächste Stau kommt. Angesagt ist er schon für Soltau. Ja, jetzt kommt der erste größere Stopp. Und zwar auf dem Rastplatz Lüneburger Heide. Und es geht weiter in den Norden. Ist die A1 von Bremen zur A7 dazugekommen. Und jetzt, sage ich mal, kommt die sogenannte Hafenabfahrt in Hamburg. Momentane Geschwindigkeit 140 km/h und es geht jetzt in das Hafengebiet runter. Man sieht dann auch gleich die Containerbrücken im Hamburger Hafen. Sehr interessant, gerade bei diesem wunderschönen Wetter. Wir haben 24 Grad morgens um 8.14 Uhr. Es ist wirklich traumhaft. Hat man ja nicht selten in Hamburg, liegt ja mehr Schiedwetter. Ja, jetzt kann man schon mal rechts zur Seite sind die Containerbrücken. Gleich sieht man es noch besser. Das Kraftwerk Moorburg, Kohlekraftwerk von Vattenfall. Ja, jetzt kommt die lange Gerade kurz vor dem Hafen. Leider ist hier eine Baustelle, aber na gut. So kann man ein bisschen besser was sehen dann auf dem Film. Das ist also jetzt der Hamburger Hafen, das an Containerterminal Eurogate. Wie man sieht, sind sehr viele Containerbrücken oben. Es ist zwar ein Schiff da, von der Maersk Line, ein Containerschiff. Man kann leider den Namen nicht ganz erkennen, aber es sieht nach einer sehr großen Kategorie von Containerschiff aus. Ja, wie gesagt, die Brücken sind alle oben. Das lässt darauf schließen, dass das Schiff fast oder schon fertig ist mit B- und Entladen. Und dass es dann halt vielleicht bald losgehen wird. Ja, rechte Seite haben wir die Kühlbrandbrücke. Man filmt natürlich genau gegen die Sonne und bei LKWs. Aber naja, vielleicht kann man doch ein bisschen was erkennen. Es handelt sich bei dem Containerschiff um die Ellie Maersk, wie man lesen kann. Ist ein recht großer Pott. Und wenn man dann mal weiter die Kamera rüber hält, ist man auf dem Borchardkai. Jetzt hier so halb rechts. Wir haben leider Gottes etwas stockenden Verkehr. Rechts der Borchardkai. Auch alle Containerbrücken oben oder fast alle. Also ist nicht viel los gerade hier im Hamburger Hafen. Typisch Hamburg. Stockender Verkehr vorm Elbtunnel. Und jetzt geht's runter in den Elbtunnel. Und man sieht die schönen Röhren. Schön alt noch, die blauen Röhren. Und nun geht's los. Jetzt ist Urlaubsfeeling. Ja, die Wände wurden renoviert vor geraumer Zeit. Ob man da allerdings noch die Mittelmarkierung sieht am tiefsten Punkt. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob sie nach der Renovierung noch gibt. Früher waren ja Fliesen an den Wänden
Und da wurde war ein Dreieck in Orange eingefliest, wo der tiefste Punkt ist. Mal schauen. Wie gesagt, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Da fährt man ja aber zu selten durch. Hier ist der tiefste Punkt gewesen. Gerade eben. In Orange, bei den hellen Wänden. Man kann hier schön mit 80 km/h durchfahren. Wunderbar. Wie man sieht, der Verkehr hat sich ein bisschen aufgelockert. Ist also ganz, war vielleicht, hoffentlich vielleicht nur vom Elbtunnel. Hoffentlich. Aber gleich kommen ja auch die neuen Hamburger Deckel über die A7. Kann natürlich sein, dass da auch wieder stockender Verkehr ist. Gerade auch wenn die Autobahn nach Heide abgeht, die A21. Hamburg Richtung Heide. Und da könnte es noch mal ein bisschen kabbelig werden. Schauen wir mal. Ganz schön lang der Elbtunnel. Aber jetzt geht es ja schon bald wieder ans Tageslicht. So, wo ist die Sonne wieder da? Wir haben noch bis zum Ankunftsziel 544 Kilometer. Und das ist praktisch ein Punkt, wenn man in den Norden fährt, wo Urlaub anfängt. Und wie man da vorne schon unschwer erkennen kann, stockender Verkehr. Juhu, super. Ja, ich muss mal zu meiner Schande gestehen, dass ich gerade eben mal Blödsinn erzählt habe im Hafen. Natürlich ist es nicht die A21 von Hamburg nach Heide, sondern das ist die A23. So, die Abfahrt kommt dann auch bald. Wir haben immer noch leicht stockenden Verkehr. Und wenn man rechts geguckt hat vorhin, muss ich auch leider zugeben, ist das da hinten rechts nicht der Borchardt-Kai, sondern der ist links, gleich neben der Maersk, neben dem Schiff von der Maersk Line. Ja, nichtsdestotrotz sind wir jetzt auf der Höhe von Hamburg-Stellingen. Jetzt kommen hier die neuen A7-Deckel. Die sollen dem Lärmschutz dienen und somit auch dem Schutz der Bevölkerung. Bauzeit bis jetzt 4-5 Jahre, sind die schon dabei. Also man sieht, er kann schon gut erkennen. Es handelt sich jetzt hier um, wie man schon sieht, große Röhren. Ist halt kein richtiger Tunnel, sondern im Prinzip nur, wie der Name schon sagt, auf der Autobahn ein Dach oben drauf. Ist zwar so aufgebaut, aber halt nicht gebohrt oder sonst irgendwas. So einfach nur Wände betoniert und alles ist gut. Und oben drauf befindet sich Rasen. Soll ein kleiner Stadtpark mal entstehen, laut den Bauplanungen, die man mal gelesen hat. Und ja, das sind halt die Deckel. Hier geht jetzt die A23 gleich ab nach Heide. Hört man ja öfter im Radio, Hamburg-Heide, A23, Unfall und wie auch immer. Und das war jetzt Deckel Nummer 1. Die Gegenseite wird noch fertig gebaut. Also das ist ein ganz ordentliches Bauvolumen. Wir bleiben immer schön linke Seite. Wir wollen ja nicht in den Westen rüber, sondern in den Norden. Wie man sieht, ist es in Hamburg nicht mehr so sehr unspektakulär. Die Autobahn ist im Prinzip, ja, man sieht nichts mehr. Es sind überall Dammschutzwände aufgebaut. Und ja, halt auch die neuen Schilderbrücken. Ja, und man mag es kaum glauben, jetzt kommt der nächste Deckel. 580 Meter lang ist dieser Deckel. Früher konnte man von Hamburg wenigstens noch mal ein bisschen was sehen. Das ist leider alles komplett verbaut. So, das ist jetzt der Nord-Ostsee-Kanal. Wir befinden uns jetzt auf der Rader Hochbrücke bei Rendsburg in Schleswig-Holstein. Wie man sieht, ist momentan, naja, von der Handelsschifffahrt nicht viel zu sehen. So,
ein paar Sportboote. Ja, und als nächstes geht es dann Hüttner Berge, kommt als Tankstelle, das ist die letzte oder Bundesgrenze. Und die erreichen wir in ungefähr 5 Kilometern. Naja, und dann weiter ab in Norden. Und die A7 ist eine Katastrophe. Stau, 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 zivilisierter Verkehr und Stau. Jetzt haben wir 2 Stunden im Stau verbracht und haben nur noch 1 Kilometer bis zur dänischen Grenze. War ganz schön anstrengend bei 30 Grad in Außentemperatur. Klimaanlage läuft und ja, der Verkehr läuft ganz, ganz, ganz langsam. Nach 12-stündiger Fahrt auf der Autobahn, wie ihr mal gesehen habt, mit schönen fetten Staus und 2 Stunden an der dänischen Grenze für nix und wieder nix, sind wir nun am Ferienhaus angekommen. Und zwar ist das Asser Outdoor Team dieses Jahr in Skagen, kurz vor Skagen, genau zu sein, ja, 20 Kilometer vor Skagen, in einem Ort, der nennt sich Ahlbeck, liegt an der Ostsee. Und wieder in einem schicken kleinen Ferienhäuschen, wie man sieht. Das Wetter ist bombastisch. Blauer Himmel. Ja, momentan ist es noch schön warm draußen. Es ist momentan jetzt 19.30 Uhr. Wir sind gerade angekommen. Mit Schlüssel holen und allem drum und dran. Es ist schön warm. Autotemperatur, Autothermometer sagt 26 Grad. Ja, und nun schauen wir mal, was uns der Urlaub so bringt und was wir Schönes kochen werden, eventuell. Naja, wir haben schon ein paar Ideen. Mal gucken, wie es wird. Und wir wollen natürlich auch diesmal ein bisschen unsere Landschaft zeigen, ne? Also, bleibt dran. Tschüss. Wir sind sehr früh aufgestanden. Für Urlaub würde ich sagen, mitten in der Nacht. Und zwar um 6. Wir sind ja hier nicht nur zum Kochen und wegen der schönen Natur. Und wir haben ja nicht nur die Fahrt gezeigt hierher mit Hamburg, mit Stau und allem drum und dran. Es gibt ja auch schöne Dinge hier oben von Sehenswürdigkeiten. Ja, und heute ist so ein Tag, wie man sieht. Wir haben schon Getränke im Auto, leer, leider Gottes. Nun geht's los. Das ist der Grund des frühen Aufstehens. Heute geht es nach Lessö. Wir fahren mit Margarete Lessö. Der Autofähre, wie gesagt, auf die dänische Insel im Kattegat. Ja, bei strahlend blauem Himmel um 7.30 Uhr im Fährhafen von Frederikshavn. Ja, so langsam füllt sich der Parkplatz mit den Leuten, die alle mit möchten nach Lessö. So, und nun geht's in den Bauch von Margarete Lessö. Heißt Roll On, Roll Off. Wir fahren am Heck rein und fahren am Bug dann in Westerrühhauen wieder raus. Nun sind wir an Bord. Es ist 7.50 Uhr. Der Parkplatz hat sich so langsam geleert. Die letzten PKWs rollen an Bord. Noch sind die Ketten straff gespannt. Halten die Rohfähre fest. Das wird sich aber, denke ich mir mal, gleich ändern. Und dann geht's los. Ja, die Heckklappe schließt sich schon. Das heißt, die Fähre ist beladen. Jetzt auch die letzten Arbeiten, sage ich mal so. Muss ja auch alles wasserdicht sein. Und zu. Ja, die Fährrampe ist jetzt auch hochgefahren worden. Gerade noch waagerechte Autorampe, steht jetzt in der Schrägposition.
Das heißt, ich würde bald sagen, sieht schon mal ganz gut aus in puncto der Abfahrt. Die Kette ist jetzt entspannt. Wie man hört, die Motoren laufen bereits. Ja, Leinen los. Abfahrt nach Lesse. Und ab geht's. Lesse liegt von Friedrichshafen aus gesehen im Osten, in Kattegat. Jetzt haben wir 1,5 Stunden Zeit, die Überfahrt zu genießen. Das ist eine Fähre nach Schweden, fährt nach Göteborg, Stena Line, leicht größer als die Margarete Lesö, aber halt nur leicht, um nicht zu sagen das Doppelte. Die dänische Marine liegt ja auch im Hafen. Und es gibt sogar hier einen Traditionssegler zum Angucken. So, gleich. Da hinten liegt er. Wenn man gut erkennen kann. So, das ist jetzt der Fährhafen von Frederikshavn. Der Captain scheint ja richtig Gas zu geben heute Morgen. Fehler passieren. Gerade im Urlaub. Also ich finde es auch lustig. Ganz cool. Ich habe so mein Autoschlüssel über Ferienhaus liegen lassen. Das ist wieder das Geile bei Funk. Janine hatte ihren in der Handtasche. Konnten wir trotzdem herfahren und es ist keinem aufgefallen von uns beiden. Tja, dann der Tag heute. Heute ist ja wohl anscheinend Donnerstag und nicht Freitag. Das ist mir aber auch am Automaten nicht auf. Naja, ist ja alles dänisch. Ich habe nur auf OK gedrückt. Naja, schauen wir mal, was passiert. Ja, und wenn wir über die Ostsee reisen, noch mal ein paar interessante Infos. Und zwar die Margarete Lesö, die Ro-Ro-Fähre, hat eine Breite von 15,8 Meter, einen Tiefgang von 2,90 Meter. Und wird von 2 MAN Dieselmotoren angetrieben mit jeweils 2940 kW. Das entspricht 3997 PS. Sie macht 14 Knoten, das sind 26 km/h. Die Propeller sind 2 Stück vorhanden, haben wir ja vorhin gesehen. Die doppelte Heckwelle. Sie kann tragen 76 PKWs und 589 Passagiere. Die Überfahrt dauert 1,5 Stunden. Und nun noch mal was Wissenswertes über unser heutiges Reiseziel: die dänische Kattegat-Insel Lesö. Die hat eine Länge von 21,4 Kilometern, eine Breite von 12 Kilometern. Das entspricht einer Fläche von 101,22 Quadratkilometern. Der höchste Punkt ist mit 24 Metern Heusande und Einwohner 1786. Das entspricht 18 Einwohner pro Quadratkilometer. Der Hauptort ist Byrum. Der Zielhafen dieser Fähre ist Westerö. Ja, hier wäre mal eine Luftaufnahme von Lesse, und zwar aus dem Jahre 1997. Wenn man ein bisschen dichter rangeht, das ist Westerö. Fährt man hier ein bisschen runter. Der Ort ist Byrum. Wenn man jetzt hier ein bisschen weiter hoch fährt,
kommt man. Ach, das ist ja wie. Und auf Hörlich nähert sich die Hochrufiere jetzt im Hafen von Westerö. Wird gleich da. Ja, wie man sieht, Roll on, Roll off. Jetzt fährt der Buko. Die Fähre ist gut ausgeladen. Hier passt aber auch nichts mehr rein. Komplett voll. Über uns, auf dem Regalboden, sag ich mal, stehen auch überall PKWs. Alles komplett voll. Hier sieht man mal so einen Regalboden, wo auch Autos überall draufstehen. Und jetzt kommen wir zur ersten interessanten Sehenswürdigkeit hier auf der Insel Lesseux. Und zwar Kindheitserinnerungen von meiner Frau. Ja, das ist das sogenannte Tama-Hus. Und von den Kindheitserinnerungen, von denen ich von meiner Frau gerade gesprochen habe, hier ist meine Frau mehr oder weniger in Sommerferien aufgewachsen. Ja, Lesseux ist halt auch geprägt durch sehr viel Heidelandschaft, wie man sieht. Birken, Heidekraut, Erika wächst hier. Wie gesagt, schöne dichte Wälder. Ab und zu mal ein Ferienhäuschen. Eine sehr ruhige Insel. Es gibt auch im Prinzip nur die drei Hauptorte. Westerö, Dürum und Österby. Ansonsten nur hier und da im Wald mal ein Häuschen. Sowas findet man hier in Dänemark auch sehr oft. Einen kleinen Verkaufsstand an der Straße. Und hier gibt es Pfifferlinge. Eine kleine Schale für 30 Kronen. Und man sieht wieder nur Natur. Ja, direkt hinter der Ostseedüne erstreckt sich eine weit ausgeprägte Landschaft mit Gräsern, Mooren und Heidekraut. Diese Region in Lesseux nennt man Danzigmen. Und ja, hier gibt es auch einige Parkplätze und man kann direkt über die Dünen gehen und befindet sich an der Ostsee. Man sieht das Seezeichen hier. Hier sind gewisse Wege. Ja, nun bin ich mal die Düne hochgeklettert. Man sieht hier in den Dünen kleine schnucklige Ferienhäuschen. Und was hat man zu viel versprochen? Eine Ostsee mit einem wunderschönen Strand. Herrlich zum Baden. Ja, allein schon die Einsamkeit, die man hier hat und den schönen weißen Strand ist absolut genial. In Dänemark ist es sogar erlaubt, FKK zu machen. Im Prinzip an jedem Strand, es sei denn, es ist ausdrücklich gekennzeichnet, dass es verboten ist. Aber ich sage mal, wer es mag, warum nicht, gerade hier würde ich sowas anbieten. Viele schöne kleine Dünen. Bestimmt ganz nett. Ja, nun sind wir vom Danzigmen aus nach Österby Hafen gefahren. Das ist der dritte Ort auf Lesseux. Österby Hafen ist gegenüber Westerö von der Fischerei geprägt. Westerö ist mehr der Fährhafen und ein Yachthafen. Österby hingegen ist ein Fischereihafen. Dies wäre jetzt auch in Lesseux eine Sehenswürdigkeit, und zwar die Salzsiedehütte. Hier wird aus Meersalz durch Verdampfen Salz gewonnen. Und das schon seit Jahrhunderten. Es wird auch immer gesagt, das Salz von Lesseux gehört zu den teuersten Salzen, Speisesalzen der Welt. Was es noch auf Lesseux zu sehen gibt? Es gibt hier auch noch einen Campingplatz. Eigentlich ein sehr schöner Campingplatz mit kleinem Kiosk, kleinem Shop und ganz wichtig für Kinder auch eine ganze Menge, was man sich angucken kann und zu Kinderspielen. So allgemein Beschäftigung. So, nun geht's weiter. Ja, nun ist der Ausflug nach Lesseux leider beendet. Wir stehen schon wieder am Fährhafen Westerö. Ja, und warten gleich, dass wir in den Bauch der Margarete fahren dürfen. Man sieht mal hinten links die sogenannte Regal,
wo auch Autos draufstehen können. Ja, nebenan liegt das Schwesterschiff Annelesse. Und aber die Hauptfähre ist die Margarete. Tja, das war der Ausflug nach Essel. Ja, und jetzt, wie gesagt, geht's im Ferienhaus. Und wir überlegen, was wir als nächstes hier unternehmen wollen. Ja, das war der Ausflug vom Asser-Autotrieb auf die dänische Kattegat-Insel Lessö. Jetzt geht's zurück zu unserem kleinen Ferienhäuschen. Ja, hallo liebe Freunde von Asser Outdoor. Wir sind ja hier nur zum Kochen hier. Heute besuchen wir Skagen. Skagen ist die nördlichste Spitze von Dänemark. Und das ist auch der Punkt, wo Nord- und Ostsee sich treffen. Wie man sieht, ja, die Idee hatten nicht nur wir. Die Idee hatten auch noch ein paar andere Leute, heute sich das mal anzugucken. Den Strudel, der da ins Meer reingeht. Ja, und nun warten wir alle aufs Parkticket. Was in Dänemark nicht gerade leicht ist, denn hier geht es nur mit Kreditkarte. Tja, leider gegen die Sonne, aber was will man machen? Ja, das ist mal die Ostseeküste. Grenen heißt übrigens Nordspitze bzw. die Landzunge. Und in der Ostsee, wie man sieht, liegen eine ganze Menge dicker Pötte. Direkt hier vor Anker. Ja, die Landschaft ist geprägt noch von den Deutschen. Hier gibt es eine Menge Bunkeranlagen. Auch wenn man ganz nach hinten guckt, das ist das Ziel heute. Das ist der nördlichste Zipfel von Dänemark. Überall Bunker, Bunker, Bunker. Und da hinten ist bereits die Nordsee. Tja, vorbei an grundsolider deutscher Baukunst geht es weiter Richtung Spitze. Und die Idee haben nicht nur wir. Ich hoffe mal, man kann es gegen die Sonne einigermaßen erkennen. Hier vor Skagen ist eine ganze Menge los im Kattegat. Wie ich ja vorhin schon gezeigt habe. Frachtschiffe, ganz hinten sogar große Kreuzfahrer. Also das Meer ist rappellvoll hier. Mal ein Relikt deutscher Ingenieurskunst in der Ostsee. Ja, nicht alle Touristen sind so dämlich wie das Outdoor-Team und gehen zu Fuß zur Spitze. Es gibt auch einen Traktor. Nun haben wir es geschafft. Der Weg ist das Ziel. Hier sieht man die Nordsee in einem kleinen Schwenk. Ein paar Leute sind immer hier, das ganz normal. Hier sieht man den Strudel von Skagen. Von links kommt die Nordsee und geht rechts rüber in die Ostsee. Dieses wäre jetzt die Ostsee. Wie man sehen kann, es kommen Wellen von links und es kommen Wellen von rechts. Und das ist jetzt halt Skagen. Das wäre jetzt die Landspitze, wo das Wasser an der Nordsee und der Ostsee sich treffen. Man sieht hier wunderbar, wie die Wellen von beiden Seiten kommen. Von rechts und von links. Ja, auf dem Rückweg von der Spitze ist auch das Asse-Auto-Team schlauer geworden. Wir warten jetzt auf den nächsten Trecker und dann geht's zum Parkplatz. Den Weg zu latschen habe ich ehrlich gesagt nicht nochmal Lust zu. Ja, wie gesagt, das Asse-Auto-Team ist schlauer geworden als auf dem Hinweg. Und ich meine, für die Preise kann man auch locker mitfahren. Ja, ich habe ja gesagt, das Asse-Auto-Team ist faul geworden. Ist ganz witzig, doch, doch. So, jetzt geht's auf Skagen wieder zum Parkplatz zurück. Ja, mal ein Blick auf die dänische Nordseeküste. Gleich in der Nähe von Skagen, 5 Kilometer unterhalb. Eine traumhafte Küstenlandschaft. Tja, liebe Freunde, das ist jetzt kurz unterhalb von Skagen mal wieder, Ostseeseite. Ja, und wie man sieht, parkt hier ein Teil der AIDA-Flotte. Erkennt man im Kussmund da hinten. Ja, ich denke mir mal, die dürfen wegen Corona nicht in die Häfen oder die Häfen haben keinen Platz. Da wird das in der Ostsee abgeparkt. Die ganzen Kreuzfahrer. Sehr interessant. Kann man nicht anders sagen. Seht ihr? Da. Heute gucken wir uns mal den schönen Badeort Brattenstrand an. Er liegt etwas südlicher von Ahlbeck, genauer gesagt ungefähr 6 Kilometer.
Das ist hier ein sehr schöner Badestrand, familienfreundlich. Es gibt hier unter anderem eine Dusche am Strand, was auch sehr selten ist eigentlich. Und ja, dieser Strand ist auch bewacht. So, schauen wir uns den nochmal einfach mal an. Ja, direkt vom Parkplatz führt ein relativ befestigter Weg direkt an einen Badesteg an der Ostsee. Ja, das ist der Badesteg von Wattenstrand. Im Hintergrund sieht man unter anderem eine Badeinsel, auch sehr schön gemacht. Ich möchte mal sagen, der Steg geht mit Sicherheit 200 Meter ins Wasser rein. Er ist trotzdem noch relativ flach hier, aber auch wunderschöner Sandstrand. Also wirklich sehr schön. Schön an Wattenstrand, wie gerade gesehen, nicht nur der lange Steg und alles oder hier die schöne Dusche. Ja, jetzt geht's mal zu den kulinarischen Herrlichkeiten. Ja, wir hätten jetzt hier einen kleinen Shop. Und weiter hinten, wenn man das erkennen kann gegen die Sonne, auch ein kleines Grillcafé. Man kann Paddelboote ausleihen zum Stehen paddeln. Ja, und das gucken wir uns jetzt doch mal an. Ja, Brattenstrand, das ist ein schöner kleiner Laden. Direkt am Wasser. Bei einem richtig schönen Sortiment. Kriegt man hier fast alles, was man haben möchte. Unter anderem Getränke. Gekühlte Sachen. Ja, sehr schön. Nun sind wir jetzt mal im Rattenstrand Café. Wie man sieht, große Auswahl an leckeren Snacks. Wir haben uns was zu essen bestellt und dazu gibt es natürlich auch ein leckeres Gebäck. Das ist im Rattenstrand. War sehr lecker. Wir haben den gerade getestet. Und die noch Sitzmöglichkeiten hat er auch. Also es scheint sehr gemütlich zu sein. Natürlich wollen wir euch auch nicht die Speisekarte des Imbisses in Rattenstrand vorenthalten. Hier gibt es Burger, alle möglichen Variationen, Sandwich, Kaffee und Kakao, des Weiteren Pommes, Pizza und weitere Menüs und die Hot Dogs. Ja, was man mal sagen muss, die Dänen können keine Pommes machen. Also das kriegen sie definitiv nicht hin. Jetzt haben wir schon in mehreren Orten Pommes gegessen, die sind sowas von salzig. Boah, alter Schwede, da muss man auch nicht Tuborg hinterher trinken. So, das ist mal der komplette Plan des Ferienhausgebietes Brattenstrand. Wir befinden uns jetzt hier oben an dem roten Punkt. Weiter hoch geht es in die Ostsee. Ja, und wie man sieht, es ist ein riesen Ferienhausgebiet. Sehr verzweigt, sehr viele kleine Straßen. Und ja, bei dem roten Punkt mittendrin ist dann der Kaufmann und der Imbiss. Und man sieht, wenn man hier rüber filmt, nochmal ganz gut den Kaufmann, die Ferienhausvermietung, Bootsverleih und die gemütlichen Sitzmöglichkeiten des kleinen Imbiss. Ein Kinderspielplatz wäre natürlich auch in der Nähe, damit die lieben Kleinen sich ein bisschen austoben können. Tja, was man jetzt so sieht, gefällt uns erstmal ganz von vornherein überhaupt nicht. Man gucke sich mal den Himmel an. Das sieht nicht so schön aus. Ja, das ist das Ferienhausgebiet Brattenstrand. Mal so ein paar kleinere Häuschen und mal so ein paar Eindrücke. Sieht ja ganz niedlich aus, finde ich. Also mit den Kiefern und ja, eine ähnliche Vegetation, wie wir es an unserem Ferienhaus vorfinden. Na gut, ist doch kein Wunder, ist ja auch nicht allzu weit auseinander, das Ferienhausgebiet und das andere. Ja, was mir ein bisschen Kummer macht, ist natürlich auf der linken Seite, jetzt hier von der Nordsee auskommend, die dunklen Wolken. Die gefallen mir jetzt nicht ganz gut. Scheint ein Regengebiet zu kommen. Und naja, gut, was soll's, wollen wir machen, ist halt nun mal so. Ja, hier mal ein typisch dänischer Bauernhof mit so einem kleinen Verkaufsstand, das finde ich auch mal ganz niedlich. Wo man dann am Strand oder am Strand hier an der Straße Honig, Eier, Kartoffeln kaufen kann. Oder halt, wie ihr schon mal gesehen habt, auch Pfifferlinge. Gut, gibt es jetzt hier soweit nicht. Aber naja, ist ja nicht dramatisch. Man kann ja auch Pfifferlinge sammeln, wenn es dann draußen etwas. Naja, der Regen muss halt kommen. Es ist die ganzen Tage jetzt trocken. Das ist halt, ja,
Man kann ja nicht immer nur Sonnenschein haben. Wie gesagt, wie sagt man so schön, mal verliert man, mal gewinnen die anderen. Es ist halt so, hier gibt es auch noch Minigolf und, wie ich gesagt habe, sehr viele Klamotten in so einem kleinen Laden hier an der Straße. Ja, das finde ich eigentlich mal ganz, ganz, ganz nett hier. Hallo liebe Freunde von Asser Outdoor. Ja, heute mal wieder wie immer was Neues von uns. Und zwar gibt es heute einen Tagesausflug in das dänische Hirtshals in Skagerrak. Skagerrak heißt auch Nordsee. Also mal die andere Seite von Dänemark. Wir können ja nicht nur die Ostsee, wir können ja auch Nordsee. Ist ja auch nicht weit weg, 20 Kilometer ungefähr. Ja, und da wollen wir uns einiges angucken heute. Unter anderem das Bunkermuseum. Ja, und da seid ihr natürlich gerne auch mit dabei. Und gleich geht's los. Ja, von der sonnigen Ostsee fahren wir jetzt Richtung Nordsee. Ja, wie man sieht, das Wetter ist ja wohl an der Nordsee, naja. Ja, liebe Freunde, nun befinden wir uns in Hirtshals. Das ist der Leuchtturm von Hirtshals. Ja, das ist jetzt, wie gesagt, der Leuchtturm Hirtshals Feier. Dieser Leuchtturm steht in Jütland. Jütland, das ist also Nordjütland. Geografische Lage 57 Grad Nord, 9 Grad Ost. Er hat eine Feuerhöhe von 35 Metern, eine Feuerträgerhöhe, eine Feuerhöhe von 57 Metern. Deswegen, er besitzt die Kennung FFLW30S. Die Optik ist eine Glühbirne mit Linse, elektrisch wird er angetrieben. Es ist ein Seefeuer. Ab 1859 ist er schon in Betrieb. Und er hat die internationale Ordnungsnummer B2106. Die Tragweite des weißen Lichtes des Feuers von Hirtshals beträgt 25 Seemeilen. Das entspricht 46,3 Kilometer. Ja, gleich in der Nachbarschaft von Hirtshals Feier befinden sich wiederum mal Relikte deutscher Baukunst. Deutsche Ingenieurskunst, sagen wir es mal so, haben lange gehalten. Das wäre mal ein Bild, was wo ist. Wir befinden uns gerade dort in der Ecke. Ja, und gleich in der Nähe ist das Bunkermuseum. Ja, vorbei an grundsolider Technik kommen wir auch vorbei an einer Wassermine. Dieses ist eine Seemine und zwar kann man hier sich das mal angucken. Nun kommen wir zum ersten Teil der deutschen Ingenieurskunst an der Nordsee. Dieses hier ist ein Regelbau, ein Mannschaftsbunker. Dieser Mannschaftsbunker hat Platz für 20 Mann. Und es wurden zum Bau 660 Kubikmeter Beton und 30 Tonnen Stahl verwendet. Ja, dieser Bunker wurde im Jahre 1943 angefangen mit Betonieren. Die Massen hatte ich ja schon gesagt. Er wurde 1944 fertiggestellt. Ja, und jetzt gehen wir mal einfach in die Abwehreinrichtung. Muss noch ein paar Treppen hochgehen. Und hier oben stand dann bei Gefahr der Maschinengewehrschütze. Hier oben war das Maschinengewehr aufgebaut. Ja, nun gehen wir mal in den Mannschaftsbereich, in den eigentlichen Schutzbereich der Soldaten. Man muss eine kleine Treppe runter. Und schon kann man was sehen. Die dicken Stahltüren. Ja, jetzt sind wir mal in einem typischen Aufenthaltsort für die Soldaten. Kleiner Kanonenofen, Betten, Kojen. Die ist alles in einer Glaswand. Die ist leider total beschlagen, deswegen sieht man relativ wenig. Aber kann man sich einen Eindruck machen, wie man hier im Bunker gelebt hat. Jetzt mal ein paar Relikte aus vergangener Zeit im Museum. Historische Fotos. Hier noch ein paar Bilder vom Bau der 10. Batterie.
wie ich ja schon in anderen Videos gesagt habe, es handelt sich hier um grundsolide deutsche Baukunst. Stahlbeton. Hält und hält und hält. Und nun geht es wieder an die Oberfläche. Auf diesen Betonfundamenten, die man jetzt hier sieht, standen im Zweiten Weltkrieg hölzerne Radar-Messanlagen, Holztürme mit Antennen, die der eben gezeigten Batterie die Signale von den Schiffen auf Meer gesendet haben. Ja, wie man sieht, ja, mit Holzbau haben es die Deutschen nicht so wirklich. Da hat nichts mehr von da. Beton können sie besser. Im Hintergrund ist bereits ein Teil des Hafens von Hirtshals zu sehen. Und dies wäre jetzt mal die dänische Nordsee. Ist ein bisschen diesig. Naja, Ostsee ist halt schöner. So, jetzt befinden wir uns unterhalb des Leuchtturms Hirtshals Feier. Und wie auch schon nicht anders zu erwarten, grundsolide deutsche Baukunst. Ja, die Dänen brauchen keine Angst, weil ihnen die Küste hier absackt. Bei so viel Stahlbeton, hier passiert nichts mehr. Dieses Relikt, wie gesagt, deutscher Ingenieurskunst, was sich hier perfekt in die Dünen einbettet, ist ein sogenannter Maschinengewehrbunker. Der hatte die Aufgabe, die vorher gezeigte Batterie mit zu beschützen. Hier wurden auch Raketen abgefeuert. Dieser Maschinengewehrbunker wurde besetzt mit zwei Mann. Die verschiedenen Gänge, die sich noch hier heute in den Dünen befinden, wurden schon damals von den Soldaten benutzt, um von ihren einzelnen Bunkeranlagen zu den nächsten zu gelangen. Wie gesagt, der ganze Berg ist hier durchzogen von Bunkern. Da ist der Maschinengewehrbunker, den wir gerade gesehen hatten. Und hier ist wieder der Leuchtturm Hirtshals Feier. Ja, in den Dünen unterhalb von Hirtshals Feier befinden sich ungefähr 70 Bunker. 56 davon sind ausgegraben und auch teilweise zugänglich. Die dienten im Zweiten Weltkrieg zum Beschützen des Hafens von Hirtshals. Ja, und im Hintergrund sieht man jetzt gerade einen Kanonenbunker. Dieser Kanonenbunker wurde mit einer 105 mm Kanone bestückt und zielt genau auf Hirtshals Hauen. Wie gerade schon gesagt, handelt es sich hier um eine unterirdische Kanonenstellung, einen Kanonenbunker mit der 10,5 mm Kanone. Der Bunker wurde im Jahr 1944 gegossen und war relativ kurz danach voll funktionsfähig. Ja, hierbei handelt es sich jetzt um eine offene Kanonenstellung für die 105 mm Kanonen, Munitionsräume. Diese Stellung wurde sage und schreibe im Sommer 1942 angefangen zu betonieren. Im Herbst war sie bereits einsatzbereit, das heißt die Kanonen standen bereits. Und man hat eine Schussmöglichkeit von 360 Grad. Ja, nun geht es hoch auf das Schussfeld. Und man sieht den Standort der 105 mm Kanone mit den dazugefügten Munitionsschächten. Hier auf dem Kranz wurde die Kanone gedreht. 360 Grad. Hier kam die Munition hoch und hier ist mal wieder ein Aufgang zu der Hauptkanone. Ja, hier vor der Kiste Hirtshals hat die Nordsee auch eine wunderschöne Färbung. Es sieht wirklich klasse aus. Ja, und auf den Wegen durch die Dünen kommen wir zur nächsten Abschussbasis. Auch wieder 105 mm französische Kanone. Wie gerade eben schon gesehen, 360 Grad drehbar. Und freies Schussfeld ins Gagerack. Es gab insgesamt 4 von diesen Kanonen. Ja, und damit die Soldaten auch wissen, wohin sie schießen wollen, gab es dann hier den Feuerleitstellenbunker. Ja, hierbei handelt es sich diesmal um einen unterirdischen Bunker, dessen Ausgang zum Meer leider nicht mehr vorhanden ist. Man kann ihn nicht mehr erkennen. Ja, bei diesem unterirdischen Bunker handelt es sich um einen Kampfbunker mit 565 Kubikmeter Beton und 22 Tonnen Stahl. Er wurde im März, April 1944 betoniert und war schon im August 1944 einsatzbereit. Die Bewaffnung war eine 105 mm Kanone und so sah er aus. Ich sag ja, wo man hinguckt, überall
Deutsche Stahlbeton-Ingenieurskunst. Das wäre jetzt mal so eine unterirdische Kanonenstellung, wie wir sie gerade eben gesehen haben. Diese ist allerdings freigelegt komplett. Und von den Daten und Abmessungen, wie gerade eben schon gesagt, 565 Kubikmeter Beton, 22 Tonnen Stahl, Bewaffnung 105 mm. Man kann auch reingehen, aber habe ich jetzt ehrlich gesagt keine große Lust zu. Hier auf dem Ring war die Kanone montiert und hatte, wie man gleich sehen wird, ein freies Schussfeld ins Skagerrak hinein, um, wie schon mal gesagt, den Hafen von Hirtshals zu beschützen. Das ist ja mal ein Schutzbunker, allgemeiner Schutzbunker. Keine Bewaffnung, gar nichts. Einfach, sag ich mal, zwanglos in die Dünen gebaut. Tja, hätten die Deutschen, sag ich mal, auf Sylt ähnliche Ideen gehabt im Bunkerbau, da würde heute die Küste abrutschen. Also hier passiert definitiv nichts. Ja, nun nähern wir uns langsam zum Parkplatz. Wieder der Leuchtturm von Hirtshals. Und siehe da, der nächste Bunker. Gleich wieder eine Abzweigung, so einmal rum. Also wenn diese Panzersperren oder was das hier sein sollen, auch noch alle aus dem Krieg stammen, wo die Bunker gebaut worden sind von damals. Aber da muss ich sagen, haben wir Krupp und Thyssen also wirklich einen ganz ordentlichen Stahl gemacht, mein lieber Freund. Da ist nämlich gar nichts dran. Ja, so verabschieden wir uns erstmal vom Leuchtturm von Hirtshals. Wir wollen jetzt in die Stadt rein. Ja, ich sag mal, große Lust da hochzuklettern habe ich jetzt nicht so unbedingt wirklich, weil man sieht ja eh nicht viel. Die Nordsee haben wir gesehen. Ob ich die nun 10 Meter höher sehe oder 10 Meter tiefer, das ist völlig wurscht egal. Ja, und jetzt geht's in die Stadt und in den Hafen. Eine typische Küstenbepflanzung. Eine Hecke, nennt sich Klittrosen, wachsen sehr gut auf Sandboden. Hier an der Küste kann man die praktisch überall finden. Ein sehr robustes Gewächs, sage ich mal. Robust und nicht unbedingt anspruchsvoll. Tja, jetzt haben wir so viel Bunker gesehen und jetzt auch endlich mal eine Kanone. Na okay, die passt nicht ganz zu den Bunkern. Die ist ein bisschen älter als die Bunker. Aber Kanone ist Kanone. Und Kaliber könnte hinkommen, 10,5 cm. Könnte passen. Zumindest gibt es hier eine Kanone bei den ganzen Bunkern. Das ist doch schon mal was. Nun befinden wir uns im Hafen von Hirtshals. Genauer gesagt im Fischereihafen. Viele schöne kleine Fischkutter. Und wir suchen einen Fischladen. Ja, Hirtshals ist nicht nur ein Fischereihafen. Hier liegen natürlich auch kleine Boote. Und was man natürlich nicht vergessen darf, hier fahren diverse Fährlinien ab. Hier geht es zu den Färöerinseln. Hier geht es nach Norwegen. Und auch nach Schweden. Nur leider sind keine von diesen großen Fähren im Hafen. Hier liegen auch zum Beispiel zwei Schiffe der Color Line. Ich würde fast sagen, da hat sich der Captain ein bisschen verfahren. Wir sind in Hirtshals, am Skagerrak. Und das ist jetzt hier das Fischereiterminal in Hirtshals. Wie man sieht, der Fischereihafen ist soweit leer. Hier liegen mit Sicherheit später mal die größeren Hochseefische an und werden dann dementsprechend entladen. Typisch dänisch im Fischereihafen von Hirtshals. Gibt es einen typisch dänischen Hafengrill. Sehr schön gemacht. Und die typisch dänische Speisekarte. Bristet, Hotdog und diverse Burger. Wir genehmigen uns jetzt einen Hotdog und fahren zurück zum Ferienhaus. Unser leckerer Hotdog aus Hirtshals. Miam, miam, miam. Wer gerne Wassereis mag in Dänemark, dieses Eis ist sehr zu empfehlen. Champagne Bruce. Von Frisco-Eis. Wie in Dänemark teilweise üblich, aber eigentlich auch nur an der Nordseeseite, gibt es sogenannte Autostrände. Ja, das bedeutet, man kann jetzt hier wunderschön, wie man sieht, mit dem PKW an den Strand fahren. Ja, hier ist auch einiges los. Hier stehen bereits einige Autos. Ja, schade, dass mein Charan nicht schwimmen kann. Sonst wären wir jetzt ins Wasser gefahren. Aber wie gesagt, die Möglichkeit gibt es auch und die ist unterhalb von Hirtshals. Ja, hier am Strand sind auch kleinere Kioske
Und in dem, der jetzt nicht der, sondern der nächste, da gibt es die längste Currywurst, längsten Hotdog. Und zwar ist das alles hier in Tansby. Da oben ist dieser Hotdog-Stand. Das soll der längste Hotdog Dänemarks sein. Haben wir leider keine Zeit für momentan. Ja, und nun fahren wir jetzt ins Ferienhaus direkt. Wir müssen noch kurz einkaufen, aber das ist uninteressant. Ja, und dann geht's weiter. So viel lange haben wir nicht mehr. Heute ist schon Mittwoch. Tja, Donnerstag haben wir noch freitags packen angesagt. Und am Sonnabend geht es dann relativ früh wieder in die Heimat. Aber wir werden vorher noch ein bisschen was unternehmen und auch noch ein bisschen was machen. Wir wollen ja nicht mal faul rumsitzen. Tja, liebe Freunde von Asse Auto, das ist ja mal was ganz was Merkwürdiges, wa? Also, unsere Terrasse ist mal nass. Donnerwetter. Also am 8. August sind wir angekommen in Dänemark. Heute ist der 19. August. Es ist jetzt 18 Uhr und unsere Terrasse ist nass. Das ist ja ganz was Seltsames. Es gibt sogar Regen in Dänemark, man mag es kaum glauben. Also eigentlich war bis jetzt eigentlich nur Sonne bestellt. Hat ja auch gut funktioniert vom 8. bis zum 19. Und jetzt Regen. Das ist ja wohl eine Frechheit. Da muss man sich gleich beschweren. Unglaublich, in Dänemark gibt es Regen. Heute befinden wir uns in Frederikshavn. Und als allererstes haben wir ein schönes Fischgeschäft gefunden und natürlich auch was mitgebracht. Und nun befinden wir uns in Frederikshavn, haben gerade das Auto abgestellt und gucken uns jetzt einmal etwas die Altstadt an. Sieht ja auf den ersten Blick schon mal ganz nett aus hier. Ja, dann gucken wir mal. Mal schauen, was uns erwartet. Im Hintergrund erkennt man auch den Rest der Hafenanlagen von Frederikshavn und hier vorne typisch dänischer Pölsebogen. Hier gibt es auch Hot Dogs und solche dänischen Spezialitäten wie gestern schon im Hafenimbiss in Hürzals. Wie wir gerade gesehen haben, ist eine Hotdog-Bude. Und das ist mal ein dänischer Kämpfe-Hotdog mit Grillbratwurst. Ein Riesending. Der Hund fühlt sich wohl, ne? Das sieht doch mal ganz was Leckeres aus. Hotdog war klasse. Ja, in der Fußgängerzone von Frederikshavn wird gerade Fernwärme verlegt. Daher auch diese riesige Baustelle. Aber man hat auch sehr viele Geschäfte hier. Und wenn man hier runter guckt, wo wir auch gleich hingehen werden, haufenweise kleine Geschäfte und ein reges Treiben. Möhre, Brötz, Rim, Pim, Pim, Pim. Ja, kleines Restaurant. Verhungern tut man hier in Frederikshavn nicht. Hier ist nämlich der nächste Pölserwagen. Und wie dann sieht, Mode, Mode, Mode. Man kann sich sogar einen Hotdog-Wagen mieten. Für Konfirmation, Jubiläum etc. pp. Das ist ja mal praktisch. Ja, leider präsentiert sich Frederikshavn nicht im besten Wetter. Es nieselt leicht. So, ansonsten gibt hier nicht viel zu sehen, sage ich mal so. Viele Geschäfte. Ja, das wäre von Frederikshavn das Konzerthaus. Oder Oper, sage ich mal so. Und der Platz hier ist dann gleich angeschlossen an dem Rathaus. Hinten ist das Rathaus der Frederikshavn. Das ist mal ein Stadtplan von Frederikshavn. Ja. Wir waren gerade hier bei dem Musikhaus. Ja, und im Prinzip das Rote, das ist die Fußgängerzone. Und das ist die ganze Stadt. Mit dem Hafen und allem. Und da unten wäre Bangsbo. Nun kommt eine neue Sehenswürdigkeit dazu. Wir fahren bei leichtem Regen, Nieselregen durch den Wald bei Frederikshavn. Ja, die Fußgängerzone haben wir uns gekniffen. Gibt eh nur Geschäfte, Mode etc. pp. Ja, und jetzt kommen wir zu einem etwas südlicher von Frederikshavn gelegenen, ich sag mal, Highlight. Auch von der Armee sind hier noch ein paar Masten, Funksendemasten etc. pp. So. Ja, wo geht's wohl hin? Mal wieder zur deutschen Ingenieurskunst. Stahlbeton am Strand von Dänemark. Dieses Mal am Kattegat. Ja, und jetzt müssen wir noch mal ein paar Meter laufen. Dann schauen wir uns an. Ja, die militärischen Anlagen sind natürlich auch wieder gut geschützt.
ja, in Sichtweite des Hafens von Friedrichshafen steht jetzt hier wieder ein Meisterwerk deutscher Ingenieurskunst. Ja, mitten im Wald, man mag es ja kaum glauben, liegt doch tatsächlich ein Schiff. Das gucken wir uns auch mal an. Das ist ein alter Zerstörer der dänischen Marine, wurde 2008 außer Dienst gestellt und dann hier oben hochgebracht auf den Hügel. Ja, im Hintergrund sieht man sehr viele Masten, ich schätze mal Funkmasten werden das bestimmt sein, ich schätze mal auch der dänischen Marine. Friedrichshafen ist ja auch ein Flottenstützpunkt, haufenweise Masten. Was wir in der Nordsee bei Hirtshals vermisst haben, waren die Kanonen bei den Bunkern. Ja, bei Friedrichshafen, bei Bangsbo Fort oder vor, gibt's sie. Hier ist sie. Eine schöne Kanone. Ja, dann gucken wir mal rüber ins Kattegat. Es ist saudiesig, regnet ja auch. Unterhalb von Bangsbo vor liegt auch eine kleine Siedlung. Ja, wie man sieht, hier in den Dünen natürlich auch wieder deutsche Ingenieurskunst. Und im Hintergrund hätten wir wieder den Hafen von Friedrichshafen. Das sieht sehr nach einem Kommandobunker aus. Ja, die Leute in Friedrichshafen können ganz beruhigt leben, arbeiten, mit den Schiffen fahren, die Autos, brauchen sich keine Sorgen zu machen auf der Straße. Die Bewohner leben ganz friedlich, weil hier gibt es nicht nur Bunker. Wenn der böse Bube kommt, Rabroch, eine Kruppkanone. Ja, wie gerade schon gezeigt, die Kanone. Und jetzt gehen wir in den Geschützstand selber rein. 1340 Kubikmeter Beton wurden hier verbaut. Er hat eine 15 cm Kanone und wurde 1944 gebaut. Und jetzt steigen wir mal ab, wo die Soldaten früher lang gegangen sind. Dicke verrostete Stahltüren. Ja, jetzt geht's weiter ins Innere des Bunkers. Hier sieht man bereits für die Granaten zum Nachlegen Schienen, dicke fette Panzertüren. Ja, jetzt geht's hier wieder an einer super schweren Stahltür vorbei. Ein paar Treppen runter. Zu der besagten Hauptkanone. Flackern tut es ein bisschen durch das Licht. Wenn man genauer guckt, hat man hier ein wunderbaren Blick. Ins Kattegat. Und an Bangsbo Fort, wie schon gesagt, hat auch die dänische Marine einen Stützpunkt. Ja, leider entschied Wetter, aber wenn man in Friedrichshafen ist, ein Besuch in Bangsbo Fort lohnt sich durchaus. Schön in Hirtshals gestern. Also die Ostseeküste hat auch keine Chance abzusacken. Dank der deutschen Ingenieurskunst mit Stahl und Beton. Auch hier um Friedrichshafen alles zugepflastert. Bei wunderschöner Sicht, klarem strahlend blauem Himmel, kann man hier mit Sicherheit bis nach Lessö gucken und hat auch einen wunderbaren Ausblick, wie gesagt, auf den Hafen von Friedrichshafen. Jeder Ecke hier Stahlbeton. Ja, wie schon erwähnt, also die Landschaft ist hier sehr gut befestigt. Von den Küsten kann hier nichts abrutschen. Da haben die Deutschen richtig ordentlich gebaut. Nicht kleckern, klotzen. Man sollte sich jetzt doch mal irgendwie aus irgendwelchen Gründen ein Flugzeug vertun, dann geht's in diesen Bunker. In diesem Bunker bekommt man zur entsprechenden Antwort für die sich verflogenen Piloten. 3,7 cm
von Rheinmetall gefertigt. Maximale Reichweite 6,6 Kilometer. Ich würde sagen, super Zustand für die Zeit. Und das Geschütz hat ein freies Schussfeld auf die Ostsee. So, jetzt noch mal kurz ein Blick zurück Richtung Fort Bangsbo, etwas südlich von Friedrichshafen. Ein kleiner Tipp für alle Besucher von Bangsbo vor. Es geht ein Weg an den Bunkern vorbei bis zu dem Weißen Haus. Da ist ein Parkplatz. Man muss nicht sehr relativ weit unten parken. Nur wir hatten uns nicht getraut, ganz hoch zu fahren. Aber es ist durchaus möglich. Ja, auch an der Ostsee gibt es diese typische Küstenvegetation. Die Klittrose. Also es ist keine typische Nordseepflanze. Ja. Ja, wie man sieht, hat sich auch das Wetter hier geändert. Schade eigentlich. Aber naja, es ist bewölkt, es ist regnerisch und es ist relativ kühl geworden draußen. Das heißt, draußen sitzen ist nicht mehr unbedingt angesagt. Na, 18, 19 Grad. Das heißt, wir essen heute drin. Wie gesagt, ist der vorletzte Tag heute. Naja, ist es halt so. Ja, bei den Außentemperaturen von 18 Grad ist sogar dem Team von Asse Outdoor etwas kalt geworden. Also draußen, naja, es ist grenzwertig. Wir haben deswegen schon mal das Öfchen angezündet bei uns im Ferienhaus. Naja, ich meine, wir haben ja auch genug Brennholz mitgeschleppt aus Deutschland, importiert. Man kann es natürlich auch kaufen, aber... Ja, wir sind am Ende unseres Urlaubes. Hoffentlich hat es euch ein bisschen gefallen, die Reportage, was wir alles erlebt haben hier in Norddänemark. Es war ein sehr schöner Urlaub, sehr schön warm, schönes Wetter, schön warm. Ja, und diese schöne Krabbe haben wir uns natürlich auch schmecken lassen. Zwar nicht die große, aber dafür die kleinen Geschwister. Hat man ja gesehen im Krabbencocktail und in allen anderen schönen Sachen. Wie gesagt, bis nächstes Jahr in Dänemark. Wir hoffen, dass euch unsere Reportage gefallen hat. Und ja, wenn es so ist, dann gebt uns bitte einen Daumen nach oben und abonniert uns. Das wäre schön. Bis denn, schöne Grüße von Asse Outdoor.